Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Die Hoffnung auf Crossplay lebt zwar nicht gleich in den nächsten Wochen oder Monaten, beziehungsweise Season 6, bezweifle ich. Ich möchte darauf gleich mal eingehen. Es gibt nämlich ein Interview von einem Respawn-Mitarbeiter, dem die Frage, was ist mit Crossplay, gestellt wurde. Habe ich einen Textfetzen auf Twitter aufgefasst, den ich für euch hier dabei habe. Und ich möchte nochmal kurz über das goldene Knockdown-Schild reden. Habe ich vor ein paar Tagen schon mal und es sind Gründe aufgetaucht, warum das überarbeitet wird, was ich sehr, sehr schade finde. Ich persönlich habe mich an dem goldenen Knockdown-Schild niemals gestört. Jetzt noch ein Shoutout in eigener Sache. Ich weiß, dass 40% meiner aktuellen Zuschauer meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Tut mir den Gefallen, drückt auf den Abo-Button. Ihr würdet mich extrem heftig damit unterstützen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Natürlich auch wie immer dem Video vorher schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Und wie gesagt, das Abo, wenn ihr neu seid oder schon eine Weile dabei seid ohne das Abo. Jetzt fange ich mit Informationen an. Zuerst das goldene Knockdown-Schild. Das soll wohl tatsächlich überarbeitet werden, weil sich Pro-Player im Competitive darüber beschwert haben, dass man zum Beispiel, wenn man ein gegnerisches Squad komplett gedownt hat, einer sich wiederbelebt und somit die drei Kills, die er theoretisch gemacht hat, hinfällig sind und nicht zählen und so weiter. Ich möchte das mit dem goldenen Knockdown-Schild jetzt nicht zu sehr ausdehnen, aber das soll wohl grob der Grund dafür sein, dass es überarbeitet wird. Ich gehe aktuell immer noch nicht davon aus, dass es ganz rausfliegt. Ich habe aber eine Vermutung, dass das Knockdown-Schild so bleibt, dass man sich wiederbeleben kann, aber nur unter der Voraussetzung, dass mindestens ein Teammate noch lebt. Das heißt, sind alle genockt und du hast das goldene Knockdown-Schild und bist selber tot, dann sind alle tot und dann ist die Runde für euch vorbei. Hast du aber gedownt ein goldenes Knockdown-Schild und einer deiner Mates lebt noch, kannst du dich noch wiederbeleben. Das ist meine Vermutung. Ich habe ja ursprünglich, als ich vor ein paar Tagen darüber berichtet habe, gedacht, es wird vielleicht ein bisschen gebufft. Nein, im Gegenteil, es wird genervt und das finde ich sehr, sehr heftig. Eure Meinung dazu natürlich auch gerne in den Kommentaren. Und jetzt zum Thema Crossplay. Ich werde über Crossplay in meinen Livestreams und Videos ganz, ganz häufig gefragt, was ist aktuell Stand der Dinge. Und heute ist auf Twitter ein Interview aufgetaucht mit einem Respawn-Mitarbeiter namens Jason McCord. Ich werde euch nur diesen einzelnen Fetzen einblenden, der für uns alle interessant ist, also für uns alle, die sich für Crossplay interessieren. Und zwar wurde der Herr gefragt, was mit Crossplay nun ist und er antwortet wörtlich: Ich höre euch Leute, aber ihr fragt die falsche Person. Ich kann nicht über Sachen reden, die nicht angekündigt sind. Mein Rat, gebt nicht auf. Noch eindeutiger kann man eigentlich nicht mitteilen, dass wahrscheinlich in naher Zukunft daran gearbeitet wird. Ich finde die Option Crossplay eine geile Idee, aber nur unter der Voraussetzung, dass es dann kommt, wenn die Server astrein funktionieren. Und das ist in jeder Season bis jetzt ein extremes Problem gewesen. Und natürlich auch unter der Voraussetzung, dass man sich aussuchen kann, ob man denn Crossplay aktivieren möchte oder nicht. Dann würde ich nämlich tatsächlich unter den Konsolen das sehr, sehr geil finden. Das soll es mit meinen Informationen schon wieder gewesen sein. Alle anderen, die eigentlich heute noch darauf warten, dass ich den No Rage Challenge Livestream online stelle, das werde ich am Freitag machen. Ich fand, dass das Video heute Vorrang hat. Wünsche euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Abo, wenn ihr neu seid. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.